Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück auf der Insel vor Martinez. Ich bin mega gespannt, was uns hier noch alles erwartet. Wir haben gut vorgesorgt, dass wir nicht noch einmal dem Tode so nahe kommen wie vor ein paar Folgen. Das war echt alles ziemlich knapp. Und jetzt mal schauen, wer oder was uns hier noch so erwartet. Ich pack mal wieder dieses hässliche Ding aus der Hand und nehme mal wieder den vernünftigen Bolzenschneider hier mit, ja? Eine Schießscharte. Du kannst nicht hindurchblicken. Nur ein Volltreffer kann so großen Schaden verursacht haben. Die entfernten Geräusche von Frachtschiffen, Hornsignale schallen übers Wasser. Das Eis? Das scheint wirklich Eis zu sein. Es ist noch so kalt hier. Krass. Ach, hier kann ich hochgehen? Okay. Da ist wieder die Ankerkette oder eine andere Ankerkette. Die Winde ist defekt. Die Kettenreste sind von Rost zerfressen. Super schöne neue Musik. Der Schmerz in deinem Becken lässt dich zusammenzucken. Dann läufst du weiter. Wir sollten wahrscheinlich nicht rennen. Das Innere der Festung. Du kannst das Steuerpult und die Schutztür erkennen. Was ist das denn für eine unheilvolle Tür hier? Sieht ja mal mega gruselig aus. Das Versorgungslager, zu dem diese Kette führte, ist schon längst von der Küste verschwunden. Die Möwe hier. Eine ausgeblichene Artilleriekarte, in der Koordinaten in der Bucht von Riverschul markiert sind. Ah, da ist Benzin. Frisches Druamin. Warum das da hinten eingeblendet wird, weiß auch der Geier. Was haben wir hier? Lum-Ölkanister. Na bitte. Druamin. Wir hätten gar nicht so viel kaufen müssen. Oh Gott, haben wir jetzt viel. Da haben wir wirklich viel zu viel Geld ausgegeben. Was ist hier noch? Matratzennest. Auf einer Betonplatte liegt eine regengetränkte Matratze, die vom bröckelnden Dach nur halb geschützt wird. An ihrem Kopfende finden sich zwei Schießscharten, gleich zwei Augen in der Wand. B. Der Lieutenant senkt seine Stimme und kommt näher, die Hand an seiner Waffe. Das sieht wie eine gute Schussposition aus. Ich untersuche die Matratze. Eine Matratze für eine Person, modern, für Zivilisten, Marke Marjorie, auf dem Bezug ein Ölfleck neben Brandlöchern. Und eine leere Dose Bohnen daneben, bis zum Rand gefüllt mit Zigarettenstummeln. Ich nehme einen aus der Dose heraus. Die Silhouette eines Tabakpflückers ziert den Papierfilter. Marke Tiomotiri. Das haben wir doch schon mal gesehen, nämlich in diesem komischen Waffenversteck in dem verfluchten Gewerbeblock, wenn ich mich richtig erinnere. Revachola von heute bevorzugen Druin, einen lokalen Blend von den südlichen Inseln, oder Astra, eine legendäre Zigarette aus Grat. Tiomotiri wird von älteren Männern wegen der Papierfilterspitzen, des süßen Duftes und der Extraportion Thea geschätzt. Ach, in Land's End war das, genau. Ganz oben an diesem komischen Funkturm. Der hat wahrscheinlich die Umgebung ausgespäht und hat geguckt, von wo er am besten schießen kann. Tiomotiri, die haben wir auch in Land's End gefunden. Erinnern Sie sich? Ich könnte Unrecht gehabt haben, als ich meinte, dass das unwichtig sei. Er starrt einen Moment lang in die Dose. Das bedeutet, dass dieselbe Person beide Örtlichkeiten aufgesucht haben könnte.
Allerdings habe ich drinnen keine Anzeichen für Raucher entdeckt. Sofern hier jemand lebt, hält er diesen Ort sauber. Das könnte auch eine Raucherecke sein. Ich sehe mir die Wand an. In der Wand vor dir befindet sich eine Schießscharte, wie ein Fensterchen. Ich fasse zuerst den Beton an. Ziemlich alt und schmierig nach Jahren ohne Reinigung, abgesehen vom Regen. Ich sehe durch das Loch im Beton. Na? Die Federn knarren laut, als du dich auf die Matratze kniest und den Hals reckst, um nach draußen zu sehen. Das Rechteck vor dir gibt einen kleinen Teil der Küste von Martinez preis, wie ein winziges Landschaftsgemälde, einen Kilometer entfernt am anderen Ufer. Die Ruinen kommen dir bekannt vor. Zur Linken. Ein herausstechendes Hochhaus, dessen oberste Stockwerke durch Artilleriebeschuss hinweggefegt wurden. Die Cape Side Apartments, Rue de Songis Lane 33A und 33B. Zur Rechten. Der rote Schornstein und die eingestürzte hintere Wand des vierstöckigen Mietshauses vor dem Whirlingen Rags, die Rue de Songis Lane 10, der verfluchte Gewerbeblock. Und dazwischen. Die kastenförmige Silhouette des Whirlingen Rags. Ein winziger weißer Fleck auf dem Dach springt dir ins Auge. Da, im Schnee, ist das Fenster im oberen Stockwerk von Clasius Zimmer. Das Licht reflektiert. Verdammt und zugenäht. Was heißt das? Haben Sie eine Sichtlinie zum Fenster? Mehr als das. Kim, mit einem Fernglas könnte ich in das Zimmer hineinsehen. Mit einem Fernglas oder dem Zielfernrohr eines Gewehrs? Er zeigt auf das provisorische Bett. Sie befinden sich also im Liegendanschlag auf der Matratze. Der Lauf liegt in der Schießscharte auf. Er klopft ihr dreimal auf den Rücken. Ich glaube, wir haben es. Hier wurde der Schuss abgegeben. Das ist das Scharfschützennest. Stelle fest, woher der Schuss kam. Auftrag abgeschlossen. Affirmative. Jawohl. Warum sind wir nicht schon früher hergekommen? Why? Warum? Wir laufen nicht einfach in einem Radius von einem Kilometer um den Tatort herum alles ab. So ermittelt man nicht. 7 Menschen sind tot, Kim. Das hätten wir verhindern können. Nehmen Sie sich das doch nicht so zu Herzen, Officer. Wir haben Ihnen weder Waffen noch Alkohol in die Hand gedrückt. Der Lieutenant hält inne. Reue übermannt ihn. Er sieht nach Norden über die Stellung hinaus und fügt dann hinzu: Das werden wir wieder gut machen. Hier. Das habe ich im Gefühl. Könnte der Schütze noch hier sein? Wo? Er schaut über seine Schulter. Auf dieser Insel. Er antwortet nur mit einem Nicken. Mit hochgezogenen Schultern sieht er sich noch einmal um und sagt: Wir sollten aufbrechen. Und zwar schnell. Ich wende mich ab. Ui, 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 ui. Erstmal eine Ladung Moral zurückpumpen nach dem Angriff hier. Hier kann ich nirgendwo hingehen. Hier kannst du nicht hinunterspringen, ohne dir ein paar Knochen zu brechen. Aber wir haben das Öl. Also würde ich sagen, gehen wir wieder rein. Füllen den Generator auf, schmeißen ihn an und versuchen, diese verfluchte Riesentür aufzubekommen auf der anderen Seite. Und das alles schön langsam. Wir wollen unserem Becken ja nicht zu viel zumuten, nicht wahr?
Unten rauscht das Wasser. Sehr weit unten. So, gehen wir wieder nach da oben. Der Tankverschluss dieses alten zylinderförmigen Generators ist geöffnet. Behelfsmäßige Stromkabel sprießen aus seiner Seite und verlaufen über den Boden. Ich schütte Schweröl in den Tank. Der Lieutenant hilft dir, indem er den Kanister an den Öltank hält, während du ihn kippst. Zähflüssige, dunkelbraune Flüssigkeit strömt heraus und der Raum füllt sich mit einem chemischen Geruch. An einer Seite des Zylinders befindet sich ein roter Startschalter, an der anderen ein Starterseil. Der Lieutenant legt den Schalter um. Ich ziehe am Seil. Der Reversierstarter erwacht den alten Generator zum Leben. Die Maschine stottert wie ein altes Schlachtross, ehe sich ein gleichmäßiges Rattern einstellt. Na bitte. Finde Schweröl für den Generator. Auftrag abgeschlossen. Stufe aufgestiegen. Sehr schön. Ende. Wie viele Punkte habe ich wieder? 3 Stück. Was ist eigentlich mit meinen Gedanken? Der Geburtsdatumsgenerator ist noch immer... Boah, guck mal, was wir alles für viele Gedanken hier nicht gefunden haben. Wie unfassbar komplex dieses Spiel ist. Ich meine, wir werden jetzt nicht nochmal... Guck mal, die paar haben wir nur gefunden. Das sind die, die wir hätten finden können. Wenn wir andere Antworten oder andere Wege genommen hätten. Unglaublich. Man kann dieses Spiel, glaube ich, 3-mal durchspielen, ohne alles zu sehen. Das ist echt der Wahnsinn. Das ist sowas von krass. So, dann versuchen wir uns mal an der Steuertafel unten. So, lassen wir die Sache hier schön ruhig angehen. Wir haben keine Eile. Vom Steuerpult geht ein trüber goldener Schimmer aus. Er ist schwach wie ein Irrlicht. Urgence Ouvrir steht auf der Taste. Allumeur auf einer anderen. Es ist an. Er lächelt. Drehen Sie den Schalter. Notöffnung. Ich drehe den mit Notöffnung beschrifteten Schalter. Die Schutztür öffnet sich mit einer Reihe von Klickgeräuschen. Ein Lichtspalt taucht auf und wird breiter, als das Licht hereinfällt. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Geht das nach unten? Geht das in einen Bunker oder sowas? After you. Öffne die Schutztür. Auftrag abgeschlossen. Nach Ihnen. Der Lieutenant deutet auf die Öffnung. Was ist, wenn wir nochmal in den Kampf verwickelt werden? Don't worry. Keine Sorge. Er zieht seine Seitenwaffe, überprüft den Lauf und steckt sie wieder ins Holster. Ich bin bewaffnet. Ich habe keine Waffe. Extra good that I do. Umso besser, dass ich eine habe. Was ist dort? Ich zeige auf die Tür. I don't know. Ich weiß es nicht. Gehen wir. Ah, jetzt sind wir hier unten an der Klippe, wo wir eben nicht runterspringen konnten. Was ist das denn hier? Ein Schlauchboot. Es ist kaputt. Die Luft ist entwichen.
Überall um dich herum blühen kleine weiße Blumen. Ah, da, ja. Tatsache. Im Schnee. Hier unten kann ich nicht hingehen. Wahrscheinlich zu viel Gras. Ah, ha. Da sitzt der Schütze. Oh, Mann. An old man. Der Deserteur, ein alter Mann in einer Trainingshose, stützt sich auf den Schaft seines Gewehrs. In seinem Mund sammelt er einen großen Batzen Schleim, den er in das erloschene Feuer vor sich spuckt. Mit seinen dunklen Augen, die von faltigen Lidern behütet werden, schaut er auf und dir in die Augen. Kein grauer Star, er sieht gut. Er platzt förmlich vor Gehässigkeit. Hass hat ihn schon vor langer Zeit übermannt. Er hasst einfach alles. Fang mal freundlich an. Oder soll ich ihn bitten, das Gewehr niederzulegen? Das wird er wahrscheinlich sowieso nicht tun. Sie haben immer noch gute Augen. My eyesight. Gute Augen? Er räuspert sich. Stimmt. Dadurch kann ich die ganze Scheiße im Blick behalten. Haben Sie die Schutztür geschlossen? I did. Das habe ich, sagt er mit einem pfeifenden Atemgeräusch. Und du hast sie geöffnet. Wie? Woher wussten sie, dass ich komme? Der Außenborder. Er gestikuliert in Richtung Süden. Auf dem Wasser. Ich bin Polizist. Sie können die Waffe behalten, aber richten Sie sie auf den Boden und keine Bewegung. No. Nein. Der Lieutenant richtet seine Pistole direkt auf den Kopf des Mannes und sagt, legen Sie es ab. Sofort. Sonst wirst du mir das Gehirn rauspusten, bevor du mich verhörst? Ein Moment der Stille vergeht. Ach, was soll's. Taugt sowieso nur noch als Gehstock. Keine Munition mehr. Der alte Mann lässt das Gewehr unsanft zu Boden fallen. Dann sieht er es an, wie es so daliegt. Er starrt einfach weiter. Sein faltiger Mund bewegt sich geräuschlos. Eine seltsame Traurigkeit, wie ein Lied. Was haben Sie da gesagt? Die Zukunft lehrt einen, allein zu sein. Die Gegenwart. Ich lass ihn es aussprechen. Die Gegenwart, Angst zu haben und zu frieren. Der alte Mann zieht die Kapuze seines Plastikumhangs zurecht und sieht hinauf in den Himmel. Er ist blaugrau, genau wie das Meer. Diese Worte, die Zukunft lehrt einen, hör dir lieber mal echte Musik an, so wie La Revacholière, du arschkriechender Pudel der Bourgeoisie, Chanson de Soldat von den Schwarz-Weißen. Du musst ihn auf diese Bemerkung ansprechen. Ich bin kein arschkriechender Pudel der Bourgeoisie.
bin ein halbtoter Polizist, der einfach nur seine Arbeit erledigt. Die darin besteht, ein Pudel der Bourgeoisie zu sein? Was ist La Revacholière? Das ist die Hymne der Weltrevolution. Seine Augen bleiben auf den Himmel fixiert. Eine von dreien. In Grad hat man mutige Kinder, Lieblinge der Geschichte, gesungen. Und in Sinjao war es, er hat Probleme, sich zu erinnern und gibt schließlich auf. Bestimmt irgend so ein samaranischer Scheiß. Wie ging das nochmal? Das Lied, meine ich? Wie es ging? Er sieht sein Gewehr auf dem Boden an und schüttelt langsam den Kopf. Irgendwas mit Hasen erschießen. Keine Ahnung. Ich kann mich nicht erinnern. Es ist auch egal. Es ist weg. Ich nehme das im Sand liegende Gewehr. Sein Blick folgt deinen Bewegungen. Das Gewehr ist leichter, als es aussieht. Die Skelettschulterstütze wird hier und da von Klebeband und Draht zusammengehalten. Ich untersuche die Waffe genauer. Das Gewehr ist stark abgenutzt, wie eine Krücke, die zu viele Reisen miterlebt hat. In das Griffstück, das aus Walnussholz hergestellt ist, sind Schriftzeichen eingestanzt. Auf dem Schulterstück erkennst du vespertinische Schriftzeichen, eingebrannt ins Holz. Triangong 4,46 mm, hergestellt in Sinjao. Das ist eine Triangong, hergestellt in Sinjao. Niemand hat gesagt, dass es eine Belmagraf sein muss. Der Lieutenant lässt den alten Mann nicht aus dem Blick. Wir haben nur eine Vermutung angestellt. Aus ballistischer Sicht könnte es ebenso gut eine Triangong gewesen sein. Das Gewehr könnte auch in Shanti Shanti hergestellt worden sein. Das spielt keine Rolle. Es muss nur Mantelgeschosse verschießen und das tut es. Ja, das Ding verschießt Mantelgeschosse im Kaliber 4,46 mm. Die passende Waffenart im passenden Kaliber, nickt der Lieutenant, während er einen Blick auf das Gewehr wirft. Das gefällt ihm. Ich stecke das Gewehr weg. Der Blick des alten Mannes folgt deinen Bewegungen. Plötzlich zuckt sein rechter Arm. Das sieht stark nach der Mordwaffe aus. Sie lässt sich gegen ihn verwenden, um ein Geständnis zu bekommen. Zur richtigen Zeit. Wer sind Sie? Mein Name. Er blickt über das Wasser und dann wieder dich an. Ist Joseph Lilianovich Stross, Politkommissar der 114, Flugabwehrdivision der 4. Armee der Revachola Kommune. Ich bin ein Deserteur, ein Partisan und ein Kriegsgefangener. Das ist meine bedingungslose Kapitulation. Seine Augen wenden sich wieder dem Schilf zu, tot und ausdruckslos. Die Revachola Kommune. Der Lieutenant vergisst, seinen Mund zu schließen. Meinen Sie die BMI? Dann sind Sie ja ein Überbleibsel der insulindischen Bürgermiliz, der Revolutionsarmee. Ich wurde im Jahr 07 in Jamrock rekrutiert, an der École de Contrôle Ariane ausgebildet und im Jahr 08 zu Notfallverteidigungsaufgaben abkommandiert. Ich habe meine Einheit noch am Abend der Landung verlassen. Als ich am 14. Mai hierher zurückgekehrt bin, war die Kommune bereits gefallen. Noch bewaffnet und ideologisch geschult, habe ich einen selbstkritischen Aufsatz geschrieben, um meine Partisanenaufgaben wieder aufgenommen. 51 minus 8 gleich 43. Sie sind schon seit 43 Jahren auf dieser Insel? Nein. Er blickt ins Feuer. Ein Rauchwölkchen erhebt sich aus den verkohlten Holzscheiten. Ich war auch auf anderen Inseln. Ich war auf Resurrection, bis man im Jahr 18 daraus einen Wellnessclub gemacht hat.
Dann war ich auf einer Insel in E48, einer namenlosen Meerenge, bis die See sie überspült hat. Dann bin ich wieder hierher gekommen. Das war, er überlegt, vor 22 Jahren. Wo sind wir hier? Diese Insel. Das hier ist keine Insel, Droid. Er schaut sich um. Es ist eine Verteidigungsstellung der Rivashola-Kommune und ich bin ihr letzter überlebender Verteidiger. Wozu hat sie früher gedient? Der von Geburt an entstellte König Philipp II. Hatte sie erbaut, um den Zugang zur Bucht von Rivershol zu beschränken. Wir haben sie im Jahr 02 erobert und die Festung mit einer Flak aufgerüstet, um uns gegen eine Luftlandung zu verteidigen. Um uns gegen die ganze Welt zu verteidigen. Meinen Sie die Landung? Die Wiedereroberung von Rivershol? Das Koalitionsmilitär nannte sie Operation Todeshieb. Er zuckt zusammen. Später habe ich über Funk erfahren, wie sie es nannten. Todeshieb. Du gehörst doch zu denen. Sag mal, wer denkt sich denn sowas aus? Alleine auf Caillou hatten wir 50 Millionen Menschen. Jemand, der diesem Wahnsinn ein Ende setzen will. Iblis. Er schüttelt den Kopf und sagt, Iblis. Iblis? Der Engel mit den schwarzen Augen, sagt er und nickt.